Messerbalken schneidet die Getreidehalme ab, während die Haspel diese auf den Schneidwerkstisch legt. Die sich drehende Schnecke erfasst die abgeschnittenen Halme und führt sie dem Kettenförderer zu, der alles zur Dreschtrommel bringt. Die Dreschtrommel trennt fast alle Körner von den Beeren. Das Dreschgut gelangt durch den Dreschkorb auf den Vorbereitungsboden und von dort in die Reinigung. Das Stroh kommt mit den restlichen Körnern auf den Schüttler, wo die noch verbliebenen Körner aus den Beeren herausgeschüttelt werden und über den Rücklaufboden zu den anderen Körnern auf den Vorbereitungsboden rieseln. Das ausgetauschte Stroh fällt zurück auf den Acker. In der Reinigung werden fremde Bestandteile wie Spreu, Grannen, Strohreste und Unkraut ausgesiebt bzw. durch Druckluft weggeblasen und nach draußen aufs Feld.